Mir ist letztens eine ehemalige Schülerin begegnet und sie berichtete mir sehr positiv von ihrer Schulzeit an der Erich-Kästner-Schule und dass sie die Zeit auch vermisst. Und diese positiven Rückmeldungen erhalten wir in letzter Zeit immer häufiger von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, den aktuellen und auch von den Eltern. Und es zeigt einfach, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler hier an der Erich-Kästner-Schule sehr wohlfühlen. Und das war nicht immer so. Und bei uns hat sich so einiges getan. Beim Umbau hatten wir Lehrkräfte ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Klassenräume. Alle neuen Klassenräume verfügen entweder über einen Beamer oder auch über einen interaktiven Beamer. Und das hat den Vorteil, dass die POVI-Lehrkräfte zum Beispiel direkt neue Wahlergebnisse aufrufen können. Landkarten können auf einfache Weise eingebracht werden, genauso wie Bilder oder auch kleine Videos. Man kann digitale Tools verwenden, um die Klasse zu organisieren. Außerdem haben wir noch zwei Differenzierungsräume und eine Lernfläche auf dem Flur. Das hat den Vorteil, dass Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden bzw. bestimmte Unterrichtsphasen vertieft werden können. Neben dem Nähraum und der Schulküche bilden drei Werkstatträume und ein Seminarraum das Herzstück des Arbeitslehrebereichs. Die Werkstatträume werden für Arbeiten mit Holz, Metall und Keramik genutzt. Zum Erwerb von Kompetenzen, die für die Wirtschafts- und Arbeitswelt wichtig sind, eignet sich die Verbindung von Theorie und Praxis. Naturwissenschaftlicher Unterricht an der EKS bedeutet, Zeit zu haben für Stromkreise. Es bedeutet, Zeit zu haben für biologische Themen, wie zum Beispiel das Thema Fisch. Es bedeutet, Zeit zu haben für das Thema Lebewesen und das Thema der menschliche Körper, wie funktionieren unsere Organe. Und es bedeutet, auch Zeit zu haben für chemische Themen, wie zum Beispiel das Periodensystem und die Entdeckung und Erkundung der verschiedenen Elemente. Es bedeutet, Zeit zu haben für eigenverantwortliches, selbstständiges und kooperatives Arbeiten. Aber vor allem bedeutet es, Zeit zu haben für Experimente, Versuche, etwas Neues zu entdecken, etwas auszuprobieren und dabei vor allem auch Zeit zu haben, neugierig zu bleiben. SOL, drei Buchstaben, die das Unterrichtsprinzip der Erich-Kästner-Schule zum Ausdruck bringen. Selbstorganisiertes Lernen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln dabei die Fähigkeit, das eigene Lernen zunehmend selbst zu organisieren und zu gestalten. Damit dieser Prozess auch erfolgreich verläuft, müssen die Schülerinnen und Schüler über Methoden des Lernens und der Kommunikation verfügen. Der Methodenbaum im Klassenraum zeigt diese. Ein Advanced Organizer gibt einen Überblick über die Unterrichtseinheit und wirkt wie ein roter Faden. Die beiden Techniktürme fördern das Technikverständnis und die Inhalte der MINT-Fächer überhaupt. Die Erich-Kästner-Schule liegt in Homberg-Efze in der Nähe der Stellbergschule zur Großsporthalle und zum Sportzentrum. Die Haupt- und Realschule startet in der Erich-Kästner-Schule vorweg mit einer Förderstufe, danach die Hauptschule bzw. Realschule.
Ein motiviertes Team aus Lehrkräften und Schulsozialarbeitern fördert und fordert ihre Kinder in der Förderstufe zur Vorbereitung auf die Haupt- und Realschule, welche mit einer Abschlussprüfung endet. Die Erich-Kästner-Schule entlässt ihre Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet auf ihr Leben nach der allgemeinen Schulbildung. Durch Kooperationen mit unterschiedlichen Betrieben gehen nicht wenige Schüler direkt nach der Schule in eine Ausbildung. Möchten Sie sich die Schule gerne anschauen, kommen Sie vorbei, rufen Sie vorher an. Wir zeigen Ihnen, wie wir arbeiten. Vielen Dank.